Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist und mir zuhörst, denn es wartet ein total schönes Interview auf dich. Aber zuallererst erstmal vielen Dank an Pausenfutter für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Pausenfutter ist ein Online-Versandhandel mit einer großen Auswahl an Snacks aus ganz Europa, die fast alle vegan, glutenfrei und ohne industriellen Zucker sind. Da Ostern vor der Tür steht, hat Pausenfutter ein Geschenkpaket zusammengestellt, das lauter neuen Snacks und alten Klassikern besteht, wie zum Beispiel vegane Schokoladen, die nur mit Kokosblütenzucker gesüßt sind, Müslis oder auch Datteln-Nussleckereien. Probiert das unbedingt mal aus, ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um das Ganze zu verschenken. Mit dem Code TASTYKATIE10, klein und zusammengeschrieben, habt ihr die Möglichkeit, 10% Rabatt auf die erste Bestellung zu bekommen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann geht's jetzt mit dem Interview mit der lieben Laura Junge los. Ich war bei Laura selber in Kassel, habe sie besucht und wir haben zusammen da ein richtig schönes Gespräch gehabt, haben das aufgenommen und es war wirklich ein richtig schöner Tag. Und Laura kenne ich schon seit, ja, ich glaube seit 2 Jahren ungefähr. Wir haben uns aber immer nur über Social Media eigentlich unterhalten oder connected und haben uns aber noch nie wirklich in Person gesehen. Und das im Podcast war wirklich total schön. Sie ist selber Ernährungsmedizinerin, also sie hat ihren Bachelor in Ernährungsmedizin gemacht, erst vor kurzem. Und ja, hinter ihr, hinter all dem, was sie jetzt macht, steckt auch eine ganze eigene persönliche Geschichte, weil sie viele, viele Jahre mit Neurodermitis gekämpft hat und einigen anderen gesundheitlichen Problemen wie auch Verdauungsbeschwerden und ihr Körper sie so ein bisschen auch zu dem hingebracht hat, was sie jetzt tut. Und ja, sie hat einen Blog und hat auch eben Social Media, wo sie ganz, ganz viele Inspirationen teilt. Ja, in dem Interview haben wir in erster Linie über ihre eigene Geschichte gesprochen, sind aber dann doch auch so zu anderen Themen gekommen und haben dann auch darüber geredet, wie man zum Beispiel mit Kritik im Leben umgeht, mit Ablehnung. Also ganz, ganz viele Dinge, wo ihr, glaube ich, auch jeder für sich vielleicht auch was daraus mitnehmen kann. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Podcast-Folge gefällt und ich finde es ein richtig schönes Gespräch geworden. Und ja, ansonsten möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo liebe Laura, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich bin ja heute eigentlich bei dir, also danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dich als Gast zu haben. Möchtest du dich zu Beginn einmal vorstellen und sagen, wer du bist? Ja, mache ich liebend gerne. Ich freue mich, dass du hier bist und dass das so spontan geklappt hat. Bin auch natürlich leicht nervös, aber ist ja eine gute Stimmung hier, wie wir hier sitzen. Ich bin Laura, ich bin 29 Jahre. Wer mich nicht kennt, ich habe vor kurzem medizinische Ernährungswissenschaft in Lübeck studiert und dem Ganzen liegt auch eine kleine Krankheitsgeschichte zugrunde. Meine Krankheitsgeschichte habe ich dann auch auf Instagram geteilt und ich habe auch einen Blog, wo sie steht. Und ja, ich glaube, so sind wir zusammengekommen, dass wir uns beide durch eine Erkrankung für das Thema interessieren und jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns ein bisschen. Ja, ich weiß auch noch, ich bin damals auch über Instagram, glaube ich, das ist ja das Schöne, durch Social Media, weil man da auf andere Menschen, die einen auch inspirieren, einfach aufmerksam wird. Und das ist, glaube ich, schon erst ein paar Jahre her, da hatte ich dich damals gefragt, ob du einige Fragen, da hatte ich so eine extra Kategorie inspirierende Personen, glaube ich, auf meinem Blog. Und da habe ich dir mit dir so ein kleines Interview gemacht. Und ich glaube, stimmt. Du hast auch ein Rezept damals auch auf meinem Blog zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das war irgendeine Bowl mit Kartoffeln und Hummus und Brokkoli. Das habe ich auch einige Male nachgemacht, das weiß ich noch. Wahnsinnig lange her schon, oder? Ja, also verrückt. Ich glaube, 3, 4 Jahre. Ist, glaube ich, jetzt schon her. Wahnsinn, genau. Stand ich noch ganz am Anfang. Oh ja. Und möchtest du vielleicht gerade mal so ein bisschen erzählen, wie es denn zu dem Ganzen gekommen ist, dass du jetzt mir gegenüber sitzt und eine schöne Haut hast und es dir auch gesundheitlich gut geht, weil ich weiß, da steckt auch eine lange Geschichte dahinter und möchtest du das einfach einmal erzählen? Ja, also für alle Zuhörer einmal, wir haben eben eigentlich schon total lange gequatscht und die Mikros waren gar nicht an, aber jetzt nochmal hier für alle anderen etwas länger, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich glaube, seit ich denken kann, leide ich schon an Neurodermitis, an schlimmer Haut, schon als Baby. Ich erinnere mich noch an meine Teenagerzeit, wo ich versucht habe, das Ganze irgendwie zu verstecken oder zu überschminken. Ich war sehr eingeschränkt in allem, was ich tat, ob es jetzt Sport war. Ich glaube, jeder Neurodermitiker kennt, dass man schwitzt dann und es juckt und es ist einfach super unangenehm. Naja, man läuft, glaube ich, auf jeden Fall von Arzt zu Arzt, von Dermatologe zu Dermatologe und
kommt nicht wirklich voran, weil immer wieder gesagt wird, das ist auf jeden Fall jetzt für immer so. Ich kann nur Cortisoncreme empfehlen und das war's dann. Ich werde mein Leben lang darauf angewiesen sein und das ist nicht heilbar. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Also ich habe dadurch eher eine negativere Haltung zum Leben entwickelt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie bestraft und meine Mutter hat es nicht, mein Vater hat es nicht und ich muss jetzt damit leben. Mhm. Naja, das ging auf jeden Fall mein ganzes Leben lang erstmal so weiter, beziehungsweise mein halbes Leben. Mit 22 war die Haut dann so schlimm, dass ich meine Hände gar nicht mehr benutzen konnte. Ich habe leidenschaftlich gern Volleyball gespielt und bei jedem Training sind die Hände dann neu aufgeplatzt. Und dann hatte ich einen Tag zum Regenerieren und dann war einen Tag später dann auch schon wieder Training und ich konnte den Ball einfach nicht mehr in meinen Händen halten. Ich habe dann versucht, mit Handschuhen Volleyball zu spielen, habe auch dann meine Haare und alles Mögliche nur noch mit Handschuhen gewaschen. Also ich konnte auch nicht mehr duschen mit Haare waschen, sondern es war dann duschen ohne Haare und dann über der Badewanne halt Haare waschen mit Handschuhen. Naja, so habe ich mich durchgeschlagen und irgendwann, ich war dann beruflich mittlerweile bei der Bundeswehr angekommen und da nicht ganz so glücklich, weil es nicht das war, was ich, glaube ich, gerne in meinem Leben machen wollte. Aber es war eine super Erfahrung und währenddessen ging es mir halt schlecht und dann wurde die Haut noch schlechter und ich war sehr, sehr verzweifelt und bin aber zum Glück an meine Truppenärztin gekommen. Und die hat lustigerweise dann so eine kleine Visitenkarte gezückt. Da stand dann ganzheitliche Ernährungstherapie drauf und sie hat zu mir gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich dir noch helfen kann, aber du kannst ja das mal ausprobieren. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Ansonsten würde ich dir auch eine weitere Creme geben und schauen, dass es irgendwie besser wird. Ja, und jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, zu dem Zeitpunkt ist man sehr verzweifelt, man ist sehr am Boden, es geht einem super schlecht, aber man klammert sich an jeden Strohhalm, den man bekommen kann. Und ich meine, ich habe jahrelang Ärzte durch, Dermatologen durch, Cremes durch, Nahrungsergänzungsmittel durch, Versprechungen von irgendwelchen Sachen und war es einfach leid. Und dann habe ich da angerufen und weiß noch heute, was da für eine liebevolle Stimme am anderen Ende war. Und sie hat gesagt, okay, alles klar, kriegen wir hin. Dann komm doch dann und dann, ich bin jetzt gerade im Urlaub und dann machen wir das. Und ich dachte mir nur so, ja klar. So lange habe ich gelitten und dann sagt mir jemand an der anderen Leitung, ja, wir kriegen das hin. Naja, ich habe mich dann sehr auf den Termin gefreut und war dann dort. Und um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, ich bin jetzt, glaube ich, mittlerweile ist es 5 oder 6 Jahre her und mir geht es so gut wie noch nie. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur unter Neurodermitis gelitten, sondern hatte auch Darmprobleme. Ich hatte einen unheimlichen Blähbauch, wie eine Schwangere ganz, ganz oft. Ich war auch wirklich, würde ich sagen, sehr depressiv auch, weil das einfach das Gemüt sehr beeinflusst. Ich hatte Wassereinlagerungen, ganz, ganz viele Sachen. Ich hatte auch zig Nebenwirkungen von der Pille. Die habe ich nämlich auch bis dato 10 Jahre genommen. Also es war schon viel in mir los und im Argen. Aber ich habe mich da komplett drauf eingelassen. Und was ich gelernt habe, ist im Prinzip einfach, den eigenen Körper zu verstehen, ihn wahrzunehmen, die Symptome, die er mir sendet, einfach ja, anzuerkennen und ganzheitlich zu behandeln und nicht jetzt wegzudrücken. Also immer, wenn ich ganz doll Unterleibsschmerzen hatte während meiner Periode, dann habe ich einfach ein Medikament genommen oder wenn ich Kopfschmerzen hatte, eine Kopfschmerztablette. Aber ich habe gelernt, dass alles auch einen Grund hat, warum der Körper sich äußert, zum Beispiel auch Neurodermitis, dass es einfach die Überlastung der Haut ist und dass es dann auch alles über die Haut rausgeht. Das heißt, wenn ich verändere, was in mich reinkommt, dann muss auch weniger über die Haut. Und ich habe die Haut nie als das gesehen, was sie ist, ein Ausscheidungsorgan. Mhm. Ich habe einfach diesen Zusammenhang nicht gesehen. Und bei ihr habe ich einfach gelernt, wie ich mich betanken kann, damit es mir gut geht. Und wie mein Körper funktioniert. Und dazu natürlich auch noch eine seelische Ebene. Wie gehe ich mit mir selber um? Bin ich eher liebevoll mit mir oder hasse ich mich dann wieder beim Blick in den Spiegel und denke, okay, du hast jetzt wieder Pickel und Neurodermitis und das ist einfach scheiße und ich hasse meine Haut. Und ich habe gelernt, tatsächlich das liebevoll anzunehmen, dass sie nur ihren Job macht, dass sie es nicht böse meint, sondern sie es komplett für mich tut. Und der Körper ist so komplex und wahnsinnig schlau. Der hat immer das Bedürfnis, gesund zu sein. Der würde nie gegen dich arbeiten. Und ja, deswegen sitze ich, glaube ich, so heute vor dir, wie ich vor dir sitze und wüsste nicht, wo ich sonst wäre, wenn ich sie nicht getroffen hätte.
Ja, ja, erstmal vielen Dank. Eine total spannende und auch sehr inspirierende Geschichte. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass das alles nicht von heute auf morgen ging. Oder würdest du sagen, du hast diese ganzen Tipps bekommen und dann bist du gleich gesund geworden? Oder war das ein längerer Prozess? Ja, auf keinen Fall. Da muss ich auch vielen, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen die Hoffnung nehmen. Was heißt die Hoffnung nehmen? Es geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, man kann nicht erwarten, dass man mit seinem jahrelangen, vielleicht falschen Lebensstil oder falscher Ernährung das von heute auf morgen weg ist. Also die Erstverschlimmerung war auf jeden Fall am Start, aber die habe ich auch gerne in Kauf genommen, weil ich einfach jemanden an meiner Seite hatte, der mich da so ein bisschen durchgeführt hat. Und ich würde sagen, dass es schubweise war und wellenweise. Also es gab Phasen, da war es richtig, richtig gut. Ja. Und dann gab es wieder Phasen unergründlich, wo es dann wieder schlecht war. Mhm. Aber der Körper, der kann das. Und wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel in unserem Bindegewebe auch Toxine abgelagert werden oder Stoffe oder Gemische, die der Körper gar nicht ausscheiden kann, dann ist es auch vollkommen klar, dass immer mal wieder sich was löst und halt auch raus muss oder in den Blutkreislauf zurückkommt. Also es war schon, würde ich sagen, nach 1,5 Jahren vielleicht der Durchbruch, dass die Haut komplett zu war. Aber ich merke auch immer ganz doll, wenn ich jetzt super viel Stress habe oder wieder was Falsches esse oder nicht gut mit mir selber umgehe, dass ich auch immer wieder partiell Stellen bekomme. Aber das ist auch ein bisschen wie mein Frühwarnsystem, dass ich genau weiß, okay, ich habe da jetzt wieder eine kleine Stelle, ich muss jetzt wieder ein paar Stellschrauben verändern. Ja, ja, ich habe das auch deswegen gefragt, weil nämlich viele mal meinen, und ich kriege ganz oft auch die Frage, wenn ich mich jetzt eine Woche ayurvedisch ernähre oder eine Woche vegan, sind da meine Beschwerden weg? Ich weiß dann immer gar nicht genau, was ich darauf sagen soll. Kann ich verstehen. Ich meine, kann sein, wer weiß. Aber es ist halt in der Regel ein längerer Prozess und bei jedem halt auch individuell. Und meistens ist es halt dann auch so, dass es einfach Zeit braucht. Weil man muss sich auch mal daran erinnern, wie lange hat man denn Dinge auch anders gemacht. Und der Körper, wir sind nun mal keine Maschine, die du mit einem Knopf irgendwie einfach betätigen kannst, sondern es dauert halt einfach. Und dass das aber gleichzeitig auch so eine Reise ist, wo man dann zu sich findet. Und du hast ja im Endeffekt dann auch was draus gemacht, dann dein Studium und so weiter. Und das halt auch wirklich als nichts dann gleich so was Negatives zu sehen, sondern auch gleichzeitig als so eine Inspirationsquelle, wo man dann einfach noch so viel mehr entdeckt. Weil man ist halt nicht nur irgendwie seine Verdauung, oder man ist nicht nur der Körper, sondern da gehört eben auch die Psyche und der Geist dazu. Und in dem Moment meistens, wenn man anfängt, so eine Sache so ein bisschen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Ernährung, gehen manchmal noch so ein bisschen andere Türen auf und man lernt einfach noch mehr kennen. Und bei dir ist es wahrscheinlich jetzt auch so, ich meine, weil das die Frage kriege ich nämlich auch oft und das frage ich auch immer gerne andere, dass es jetzt auch so bei mir ist, dass ich ja, weil die meisten wissen auch, dass ich eben auch eine gesundheitliche Geschichte eben hinter mir habe, dass es mir natürlich jetzt gut geht, aber das heißt nicht, dass ich jetzt, wenn ich morgen alles wieder umschmeißen würde und mich halt mir ganz viel Milch zu mir nehmen würde und ganz viel Zucker und so weiter, dann würde es vielleicht eine Woche oder 2 Wochen gut gehen, aber dann würden natürlich irgendwann die Beschwerden auch wieder zurückkommen. Ja, und genau. Das ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich. Ich glaube, das Wichtigste für mich war zu verstehen, das ist jetzt nicht was für 4 Wochen oder für 5 Wochen und dann ist es gut und dann kann ich wieder all die, in Anführungszeichen, coolen Sachen essen, sondern es ist tatsächlich eine Änderung des Lebensstils. Also mit Ernährung fing das an, aber da hast du vollkommen recht, es ging weiter mit, wie gehe ich mit mir selber um, was trage ich für Anziehsachen, wie lebe ich denn überhaupt, was habe ich für Freunde, wo möchte ich denn hin im Leben, was möchte ich denn? Also es war schon auch eine ganz, ganz große, sage ich mal, Selbstfindungskomponente dabei. Und ich kann das bestätigen, ich bekomme bei Instagram auf meinem Kanal auch super viele Nachrichten mit, wie lange dauert es denn, ne, um das nochmal aufzugreifen. Und das ist wirklich sehr schwer zu beantworten, weil man möchte den Leuten auch immer wieder Mut machen, dass es dauern kann. Aber der Körper ist so individuell bei jedem, ne? Man kann halt nicht sagen, okay, es sind jetzt immer 6 Wochen und dann geht's besser. Und es dauert einfach wirklich seine Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist, geduldig zu sein. Mhm. Man fängt an und das ist gut so. Und man muss diesem ganzen Weg auch erstmal Zeit geben. Das ist wirklich nicht von heute auf morgen. Und ich kann auch immer nur wieder sagen, wirklich, es lohnt sich. Es lohnt sich so doll, das ganzheitlich einfach anzugehen. Ja. Und du hast ja schon gesagt, also Ernährung hat dir auf jeden Fall sehr dabei geholfen, beschwerdefrei zu werden. Und Ernährung ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. kannst du vielleicht mal sagen, was genau oder beziehungsweise was so ungefähr für dich denn eine gesunde Ernährung ist oder was einfach dir dabei geholfen hat, dass deine Haut anfängt zu heilen und dein Körper generell, dass Beschwerden einfach weniger werden?
Ja, also bei mir waren es, ich würde sagen, zwei wichtige Säulen. Zum einen war es die Ernährung, auf die ich gleich nochmal genauer eingehe. Und zum anderen aber auch das Fasten. Also der Gegensatz von wir essen und es gibt Zeiten, wo wir nicht essen. Und das war für mich auch in der Ernährungstherapie erstmal ein Schock. Oh Gott, Fasten, ich ohne Essen? Niemals, never. Ich bin ein absoluter, auch manchmal Frustesser, das schaffe ich nicht. Aber diese Fastenphasen haben diesem ganzen System oder dem Organismus einfach mal Ruhe gegeben. Ruhe innezuhalten, sich selbst zu ordnen, sich selbst zu reinigen. Es ist auch der Grund, warum ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, weil wir einfach biochemisch Prozesse haben, während wir nicht essen, die dann anspringen, die quasi in uns selbst aufräumen. Deswegen nenne ich hier einmal kurz den Begriff der Autophagie, den kann man auch gerne mal googeln. Sehr, sehr spannend. Und für mich war auch dieses Gleichgewicht wichtig zwischen, es gibt Phasen, wo ich esse und es gibt Phasen, wo ich nicht esse. Und im Fasten kann man ja mittlerweile auch ganz individuell, der eine mag Intervallfasten, der andere mag Heilfasten. Ich persönlich faste zweimal im Jahr nach Dr. Otto Buchinger, also Heilfasten klassisch, gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten. Und ich baue zum Beispiel das Intervallfasten auch gerne ein, weil ich merke, mir tut es einfach gut. Und im Bereich Ernährung kann ich eigentlich ganz grob sagen, ich habe den Anteil von frischen Lebensmitteln erhöht, also Obst, Gemüse, und habe die tierischen Produkte quasi erstmal runtergefahren. Ich habe noch nie so gerne Fleisch gegessen, aber ich bin eine absolute Zuckerjunkie, muss ich mich jetzt hier auch outen. Und dann habe ich eigentlich angefangen, erstmal die tierischen Sachen zu reduzieren, bin dann auch Vegetarier geworden. Und ich habe halt gemerkt, je weniger tierische Produkte ich esse, umso besser ging es mir. Und meine Beschwerden haben sich verbessert. Und das hat mich irgendwie so beeindruckt, dass ich natürlich auch neugierig war. Ich bin ja auch immer offen für Selbstversuche, du ja auch. Wir sind ja da so offen mit uns selbst. Und dann habe ich halt angefangen, immer mehr auch pflanzlich zu essen und vegan zu essen. Und ich muss sagen, dass dieser erhöhte Anteil an nährstoffdichten Lebensmitteln mir einfach unfassbar geholfen hat. Und ich habe auch im Studium gesehen, wie logisch das ist, weil ganz viele Stoffwechselwege einfach Kofaktoren benötigen oder Aktivatoren. Und wenn wir die nicht zuführen, dann kommt das System ins Stocken. Und das ändert, das macht sich dann an einer anderen Stelle bemerkbar. Das bedeutet, es gibt einfach Nährstoffe, die sind essentiell. Die können wir nicht synthetisieren, die müssen wir zu uns nehmen. Und wenn wir die nicht zu uns nehmen, dann kann das nicht funktionieren. Und das war für mich nochmal so, wo ich dachte, okay, ja, das macht Sinn. Ja. Und deswegen habe ich mich dann immer weiter zur pflanzlichen Ernährung hingezogen und ja, das war für mich, oder das ist im Moment der Stand, wo ich mich einfach richtig gut fühle. Ja, schön. Und wie sieht deine Ernährung heute aus? Oder vielleicht auch im Vergleich zu vorher, kannst du da wirklich so sagen, es gab so ein Vorher und so ein Nachher, dass du da einen großen Unterschied auf jeden Fall wirklich nennen kannst? Ja, also das ist sehr spannend, weil ich dachte früher immer, ich mache alles richtig und ich ernähre mich ganz gesund. Und wusste aber gar nicht, dass das gar nicht so cool war. Ja. Ich habe immer gedacht, okay, Low Carb. Abends auf jeden Fall schön Mozzarella vielleicht mit ein wenig Tomätchen oder ich habe super gerne Gebäck gegessen oder Cornflakes. Ich war immer beim Bäcker ganz vorne mit dabei, dass ich mir irgendwas geholt habe und dachte halt, ja okay, das ist ja, Getreide ist ja an sich jetzt gesund. Ob ich da jetzt das esse oder was anderes, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich habe im Prinzip gegessen wie jeder andere Deutsche, nenne ich es mal, natürlich ist jeder Deutsche anders, aber so, was die meisten wahrscheinlich unter normal verstehen. Genau, was die meisten unter normal und unter gesund auch verstehen, weil es kursiert ja auch super viel und ich habe einfach das gemacht, was auch in den Frauenzeitschriften stand und man so einfach in den Nachrichten mitbekommen hat, was halt gerade in war. Und ich habe selbst nie gemerkt, dass ich mich damit vielleicht in eine Bredouille esse. Also es war also mein klassischer Tag, ich muss echt überlegen. Ich glaube, ich habe morgens schon Müsli gegessen, aber halt das fertige Müsli, wo wahrscheinlich auch sehr viel Zucker drin ist, aber ich dachte, Müsli ist gut. Dann habe ich meine Milch dazu gegessen. Ich muss sagen, ich habe vergleichsweise eher wenig Obst gegessen. Ich habe hin und wieder schon mal Obst, also Apfel, Banane gegessen, Weintrauben, im Sommer Melone, aber jetzt nicht übermäßig viel. Und Gemüse gehörte halt als Beilage auf den Teller, aber die anderen Sachen hatten dann prozentual dann doch den höheren Anteil. Und wenn ich das mit jetzt, ich habe auch noch einen Einschub, ich habe auch super viel geschnuckt, das muss ich sagen. Also ich habe mich dann auch selber teilweise bestraft, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt Schokolade gegessen und dafür lasse ich das Abendessen ausfallen.
dass es gesundheitliche Vorteile hat, ne? Wegen Intervallfasten, wusste ich damals aber noch genannt? Nicht. Du hast super viel, gell? Schnuckt. Ach, was so. Ist das denn? Ach so, Mist, wir sind ja in Hessen, ich weiß gar nicht, ob meinst du jetzt irgendwie Fasten oder Naschen? Oder? Ja, Schnucken, entschuldigt, Schnucken ist Naschen, das ist hier so gängig. Also wenn ich von Schnucken spreche und von Schnucke, dann sind das Süßigkeiten. Und dann habe ich halt super viele Süßigkeiten auch gegessen. Ne? Ich war so ein Süßzahn und habe halt dafür immer ausgleichend super viel Sport gemacht und nichts gegessen, weil ich dachte, ja, das sind ja nur Kalorien und es ist ja egal, welche Kalorien ich esse, Hauptsache, das stimmt am Ende des Tages. Und wenn ich das mit heute vergleiche, dann hat das viel, viel mehr Frische. Also ich habe den Anteil an Obst und Gemüse wahnsinnig erhöht. Also wenn ich mir mein Frühstück vorstelle, wenn ich mir Müsli machen würde, auf keinen Fall das aus der Packung, sondern wirklich dann entweder ein leckeres Rezept zum selber machen, dass ich mir das selber zusammenstelle. Oder wie gesagt, einfach, jeder kennt ja den klassischen Porridge. Den kann man ja nicht nur mit Haferflocken machen, man kann den ja auch mit Quinoa-Flocken machen oder Hirse, auch sehr lecker, was einem da beliebt. Und so starte ich dann meistens den Tag auch sehr gerne mit einem Smoothie. Allerdings dazu muss ich sagen, den kaue ich. Den kaue ich auch sehr lange, ne, weil viele kippen sich den dann runter. Würde ich nicht empfehlen. Und das ist so das klassische Frühstück. Und dann zum Mittagessen würde ich sagen, oft kommt Ofengemüse zum Beispiel auf den Teller, weil es einfach ist, in den Ofen rein, alles, was man so mag, reinschnippeln. Dann vielleicht noch einen leckeren Dip, die mache ich auch selber. Und nebenbei versuche ich auch immer dann noch irgendwie Salate einzubauen oder nochmal was Frisches, noch ein bisschen Rohkost, nicht zu viel, weil ich dann halt auch selbst persönlich, wie du auch, dann schon ein bisschen am Limit bin, dass mein Körper sagt, okay, das kann ich jetzt nicht ganz so gut zersetzen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es sind viel, viel mehr frische Lebensmittel auf dem Teller, als es vorher so war. Ja. Und du würdest dich ja auch unterschreiben, wenn man jetzt auch, dass man Lebensmittel auch wirklich so ein bisschen einteilen kann und welche, die einfach eher entzündungshemmend wirken und dabei dazu beitragen, dass einfach Entzündungen auch gestoppt werden oder eben nicht noch weiter eben provoziert werden oder es halt Lebensmittel gibt, die eher einfach Entzündungen oder bestimmte Beschwerden auch wirklich so ein bisschen füttern. Genau, das fand ich auch richtig spannend, dass jedes Lebensmittel so eine richtig individuelle Konstellation in sich hat an Stoffen, die wir heutzutage noch nicht mal alle kennen. Ja. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob wir einen Stoff aus dem Lebensmittel extrahieren und zu uns nehmen oder ob wir das Ganze zu uns nehmen. Ja. Und das fand ich auch richtig spannend und das kann ich nur unterschreiben, dass es einfach Lebensmittel gibt, die Entzündungen fördern. Das ist tatsächlich so. Und dass es welche gibt, die das halt, ja, Gegenteil von nicht entzündlich wirken, hemmen, entschuldige. Genau, hemmend. Genau. Ja. Ja, ich meine, ein gutes Beispiel, weil ich habe das neulich gesehen, als ich weiß gar nicht, wo ich war, ich glaube, es war sogar ein Reformhaus oder so, dass es jetzt so Kapseln gibt mit Ballaststoffen gefüllt. Okay. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, Ballaststoffe sind in Obst und Gemüse drin. Genau. Natürlich nicht in tierischen Produkten, auch nicht unbedingt im Weißmehl, aber dafür muss man halt einfach auch wirklich Ballaststoffe zu sich nehmen, weil es geht ja immer mittlerweile viel um Darmflora, Darmaufbau und so weiter. Und was brauchen unsere Darmbakterien als erstes? Ballaststoffe. Und wenn ich meine Darmflora praktisch dann regenerieren möchte, muss ich halt auch Ballaststoffe auch irgendwo zuführen. Und da hilft es halt manchmal einfach nicht einfach nur eine Kapsel, wäre manchmal vielleicht schön, aber es hilft halt nicht einfach nur eine Kapsel zu schlucken, sondern da auch wirklich mehr auf die Ernährung einfach zu achten. Ja, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ich hatte zusätzlich zu den ganzen Sachen auch eine Fehlbesiedlung des Darms, wurde auch festgestellt, eine Dysbiose. Und da musste ich auch erstmal schauen, wie ich mein Mikrobiom quasi irgendwie dazu bekomme, dass ich die Guten wieder anfüttere. Und ich habe halt auch gedacht, okay, gut, dann nehme ich halt Probiotika, ne? Ja. Nehme ich ein und dann ist alles gut. Aber wenn das Milieu im Darm nicht stimmt und wenn das Futter für diese Probiotika, für diese Mikroorganismen nicht da ist, dann siedeln die sich auch nicht an. Ja. Das heißt, ich musste auch erstmal lernen, dass ich all gerade diese Ballaststoffe zu mir führe, damit die Guten quasi auch das ganze Essen haben. Und deswegen finde ich es auch total paradox, dass es so kleine Kapseln gibt mit Ballaststoffen, ich wusste das gar nicht, sondern es ist halt wirklich wichtig, was wir in uns reingeben, damit diese ganzen Mikroorganismen auch überhaupt davon leben können. Und wenn ich natürlich jahrelang oder generell viel zu einseitig esse, dann füttere ich ja auch quasi, in Anführungszeichen, ich nenne es mal, die Schlechten an. Mhm. Und ja, Ballaststoffe, sehr wichtiges Thema. Ja.
Und es ist auch so interessant, weil Lebensmittel sind halt einfach so viel mehr als einfach nur irgendwie Kalorien. Weil ich glaube gerade, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Frauending oder vielleicht so ein junge Mädchending. Ich glaube, irgendwie hatte jeder mal sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man halt Lebensmittel ganz, ganz viel einfach nur mit dem, ich muss halt essen, um halt irgendwie Kalorien aufzunehmen oder halt dann irgendwie Kalorien zu sparen und halt eigentlich so eine negative Beziehung halt zum Essen besteht. Aber wenn man sich halt einfach mal mehr mit Essen beschäftigt, vielleicht auch aus einer gesundheitlichen Geschichte, dann merkt man, dass halt einfach Essen kann so ein unglaubliches Geschenk sein, weil da einfach so viel mehr drin ist, gerade wenn man das ganze Pflanzenreich anguckt, ja, dass man da Pflanzen hat, die halt besonders viel Eisen vielleicht haben oder die besonders entzündungshemmend wirken oder die besonders viel Chlorophyll und so weiter einfach enthalten. Und somit wirklich den Körper und auch unsere Psyche, unser ganzes Energieniveau total unterstützen können. Und mir hat das total geholfen, auch so eine positive Verbindung dann zum Thema Essen zu bekommen, weil ich halt einfach schon mit jeder Mahlzeit auch irgendwie entscheiden kann, ob ich denn jetzt mehr meiner Gesundheit zufüttere oder eben mehr meiner Krankheit. Und so sehe ich das halt auch immer wieder. Und ich finde, das ist halt dann, gleichzeitig hat es auch so was Positives, was einem dann auch dabei hilft, sowas halt langfristig als so einen Lebensstil dann auch wirklich auch irgendwie ins Leben zu integrieren. Ja, ich muss auf jeden Fall auch nochmal ansetzen, dass ich es super schade finde, dass ganz viele sich, wie du schon richtig gesagt hast, einfach auf diese Kalorien beschränken, dass ein Lebensmittel einfach nur Kalorien hat oder ist. Und im Gegenzug finde ich es auch nicht gut, dass man partiell einfach sagt, man bezieht sich nur auf einen Nährstoff. Man muss das mal wirklich betrachten, wie es ist. Zum Beispiel ein Apfel, der ist eine ganze Komposition an wahnsinnig vielen Stoffen, die wir auch noch gar nicht alle kennen. Und viele sind aber so, okay, ich muss nur Eisen und dann gucke ich, wo Eisen drin ist. Aber automatisch nimmt man da noch viele andere tolle Stoffe mit auf. Und was mich halt auch sehr, sehr stört, ist zum Beispiel, dass super viele Fitnessblogger einfach nur die Kalorien sehen oder sagen, okay Leute, ihr braucht Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette. Aber wie gesagt, schon vorhin, wenn wir die biochemischen Prozesse betrachten, dann ist da nicht nur Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette, sondern da gehören auch Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente dazu und ohne die kann es gar nicht funktionieren. Wenn ich mich aber jetzt nur auf die Kalorien beschränke, dann vergesse ich ja den ganzen anderen wichtigen Part. Und deswegen sage ich immer, nicht nur Makros, Leute, Mikros. Mikros sind genauso wichtig wie Makros. Und ich habe noch keinen gesehen, der in Deutschland, wenn es nicht genetisch bedingt ist, einen Proteinmangel hatte oder sowas. Ja, das schöne Protein. Also ich meine, Fitnesswelt ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Ding. Und gerade diese ganze Social-Media-Welt. Und das Interessante ist, ich spreche jetzt gerade mit jemandem, der wirklich das auch studiert hat. Also du hast wirklich auch Ahnung von Ernährung. Und das finde ich total super. Weil das Tolle ist, ich meine, es ist ja auch wunderschön, dass wir heute so Zugang zu so viel Wissen haben und auch so viele Leute ihre inspirierenden Geschichten auf Social Media teilen, was ja auch toll ist. Aber man muss es halt auch einfach dazu sagen, es gibt halt auch viel Mist da draußen. Also Entschuldigung, aber es ist halt leider wirklich so. Und theoretisch kann halt jeder einen Social Media Account öffentlich machen und einfach seine eigenen Ansichten teilen, die aber halt nicht richtig sein müssen. Weil ich kriege auch ganz oft Nachrichten, nimmt jetzt das und kann ich das auch nehmen und so weiter. Das ist weder wissenschaftlich fundiert, noch ist es auch mit logischem Menschenverstand gesund. Ja, aber nur weil das eine Person macht, heißt es halt noch lange nicht, dass das irgendwie, dass die davon Ahnung hat. Ja, und da muss man halt auch immer sich sensibilisieren und vor allem auch so ein bisschen durchs Netz gehen oder durch die ganze Social-Media-Welt und auch so ein bisschen reflektieren, ja, und mal überlegen, muss ich denn da wirklich alles machen, was nur irgendwer sagt? Das Gleiche gilt ja auch, ich meine, jetzt ist es Social Media, früher waren es die Frauenzeitschriften und so weiter. Ich will jetzt keine nennen, aber wo halt... Wir kennen sie alle. Wo die ganzen neuen Diäten oder irgendwelche anderen Heilversprechen, die da einfach drin sind. Und das gibt dann einfach nicht dieses eine Lebensmittel, was zum Beispiel alle deine Hautbeschwerden irgendwie weggemacht hat, sondern es ist eine Komposition aus verschiedenen Sachen. Ich glaube auch, dass viele Profile das gar nicht böse meinen, sondern dass zum Beispiel auch im besten Wissen versuchen, das, was sie vielleicht gelernt haben. Aber das, was aktuell oft gelehrt wird, das muss nicht unbedingt richtig sein. Und ich glaube, das haben wir zum Beispiel am eigenen Körper auch erfahren und viele andere. Wir sind jetzt keine Einzelfälle. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen auf Social Media. Vielleicht musst du mir noch mal kurz aushelfen, was du eben gesagt hast. Ich habe schon wieder... Wir hatten über Fitness-Influencer, glaube ich, gesprochen oder Fitness-Blogger, dass da nicht immer alles richtig ist. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Zum Thema wissenschaftlich fundiert. Ja, ich habe das studiert.
Aber ich glaube, wenn man Wissenschaftler ist, dann weiß man auch, dass es vieles gibt, was wir auch einfach nicht wissen. Ja. Und es ist super, dass es das gibt und ganz wichtig und ein wahnsinnig spannender Bereich. Aber es gibt, ich habe von meiner Ernährungstherapeutin einen Spruch bekommen, der mich seither wirklich richtig doll begleitet. Und zwar, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Und selbst wenn wir etwas bis ins kleinste Detail wissen oder erforscht haben, dann ist das Ganze immer noch mehr. Und deswegen meine ich auch im Bereich zum Beispiel Nährstoffe. Wir haben einen Nährstoff und der ist vielleicht ganz gut erforscht, aber das Ganze ist mehr. Und in diesen Lebensmitteln steckt einfach mehr. Da stecken unfassbar viele sekundäre Pflanzenstoffe, Dinge, die wir einfach noch gar nicht kennen. Und das ist das Spannende. Für mich Kombination aus Wissenschaft, ja, auf jeden Fall fundiert und wichtig. Und ich lese mich da gerne ein und lerne auch sehr viel. Aber ich weiß halt auch, es gibt Komponenten, die sind vielleicht noch nicht wissenschaftlich belegt, aber mir tun sie gut und vielen anderen tun sie gut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch generell einfach immer kritisch zu bleiben, aber auch Dinge zuzulassen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht erklärbar sind, trotzdem einfach es wissen wollen, vielleicht auch mal schauen, was steckt denn dahinter, vielleicht auch mal selber kombinieren. Und deswegen sage ich immer auf meinem Profil oder mit Absicht, das ist das, was ich mache und das, was mir hilft. Und ich würde ungern irgendeine Empfehlung raushauen und sagen, Leute, kauft das, das müsst ihr machen, das ist jetzt hier Nonplusultra, denn ich weiß, dass jeder anders ist. Und deswegen würde ich auch niemals von jemandem erwarten, mach eins zu eins das, was ich mache, weil das kann für den anderen zum Beispiel schon wieder nicht so gut tun. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte ja früher mal diesen Blähbauch und ich habe mich dann testen lassen, Lebensmitteltestungen, was ich vertrage, was ich nicht vertrage, gibt ja heutzutage auch super viele Intoleranzen. Mhm. Und da ist rausgekommen, dass ich die Möhre einfach gerade nicht vertrage. Warum auch immer, aber ich vertrage sie einfach nicht so gut. Und die Möhre würde ja jetzt jeder sagen, per se, hä, ist doch super, super gesund, ne? Und sehr lecker und verträglich. Bei mir war es eben nicht so. Und deswegen finde ich den Ansatz auch spannend. Jemand hat mal zu mir gesagt, es gibt keine gesunde Ernährung. Das heißt, es gibt nichts, was pauschal für jeden gesund ist. Mhm. Und damit möchte ich einfach nur sensibilisieren dafür, dass zum Beispiel für mich die Möhre nicht gut ist, aber dir tut sie vielleicht zum Beispiel richtig, richtig gut. Und deswegen finde ich wichtig, was du am Anfang gesagt hast, wo die Mikros noch nicht an waren, dass man auch so ein Gefühl für sich hat und dass ich merke, okay, das tut mir jetzt irgendwie gut, auch wenn es jetzt nicht jeder verträgt oder das ist jetzt nichts für mich, obwohl es heißt, es ist eigentlich für jeden super gut. Ja. Ja, der Ansatz, den haben wir im Ayurveda zum Beispiel auch ganz viel, weil da werden nämlich die verschiedenen Menschen oder die verschiedenen Typen von Körper, die werden einfach verschiedenen Doshas zugeordnet, verschiedenen Bioenergien. Und wenn wir jetzt so als Beispiel jemanden haben, der viel Vata hat, also viel Luft, viel Raum, viel Kälte in erster Linie, dem permanent kalt ist, der vielleicht auch eher dazu neigt abzunehmen, permanent Blähung hat, Verstopfung hat und der vor allem einfach super viel friert. Und dann ist es da, und das sehe ich auch ganz oft in Beratung, dass der zum Beispiel Unmengen an Rohkost zu sich nimmt und ganz, ganz viel Salate und rohe Möhren und so weiter. Und man erstmal meinen würde, der ernährt sich ja eigentlich super. Ja, also ich habe das immer wieder, aber trotzdem sind total viele Beschwerden da. Und wenn ich dann sage, wir haben im Ayurveda haben wir so einen Grundsatz, das heißt Gegensätze gleichen sich aus. Mhm. Also wenn ich jetzt super viel Kälte habe, dann braucht der Organismus braucht einfach mehr Wärme. Und die meisten merken dann ja, eigentlich habe ich die ganze Zeit Lust auch auf wirklich warme Sachen, auf gekochte Sachen. Und das heißt ja nicht, dass ich deswegen Rohkost so streiche, aber dass ich halt einfach so ein bisschen mehr einfach Wärme auch integriere oder mehr Lebensmittel mit wärmenden Gewürzen. Oder jemand, der ganz, ganz krass Entzündungen in sich trägt, der permanent schwitzt, wo die Haut total gerötet ist. Wenn der jetzt die ganze Zeit scharf isst, dann werden die Entzündungen auch immer, immer krasser, obwohl man sagen würde, oh, Ingwer und Chili und Pfeffer, die haben ja auch ganz viele gute Komponenten, aber halt auch nicht für jeden. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach irgendwie die Beziehung zum eigenen Körper auch stärkt, weil man dann einfach automatisch merkt, was tut mir denn gut oder vielleicht auch mehr merkt nach einer Mahlzeit, hat die mir denn jetzt irgendwie gedient oder tut die mir jetzt gut, tun die Lebensmittel gut oder war das jetzt gar nicht der Fall? Ja, und da finde ich zum Beispiel, also vollkommen richtig, was du sagst, finde ich sehr interessant und spannend, weil ich das auch merke, dass ich zum Beispiel generell im Sommer auch viel, viel mehr Lust auf frische Lebensmittel habe. Und wenn es kalt ist und ungemütlich im Winter, dann habe ich tatsächlich auch eher Lust auf irgendwie was Gekochtes einfach. Und was mir da bei dieser Stärkung zu diesem Gefühl zu mir selbst geholfen hat, ist echt das Fasten. Weil im Fasten hast du
Heilfasten jetzt zum Beispiel eine komplette Pause vom Essen. Also man startet meistens mit 7 Tagen. Ich faste locker 12 Tage und funktioniert super für mich. Und nach jeder Fastenphase hat man wieder ein ganz anderes Gefühl für Essen und Geschmack für Essen. Und man kann viel, viel besser unterscheiden zwischen, okay, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich einfach nur Lust? Ja. Und das Besondere am Fasten ist, wenn man Hunger hätte, dann glaube ich, würde das keiner machen, weder ich. Ich glaube, ich würde mir das nicht freiwillig antun. Aber es ist einfach ein wirklich evolutionär sehr konservierter Mechanismus oder Stoffwechsel, den wir einfach drauf haben. Ne, da muss man auch Vertrauen lernen in den eigenen Körper, was ich auch wieder gut finde. Und man lernt auch wieder dem Körper dadurch zu vertrauen, was er macht. Und immer wenn ich gefastet habe, habe ich unfassbar Lust auf frische Lebensmittel. Mhm. Und in einen Apfel zu beißen, das klingt jetzt total verrückt, ne? Weil sonst reicht ein Apfel meistens überhaupt nicht aus. Man denkt sich, oh nö, so ein schnöder Apfel. Dieser Apfel schmeckt so süß und so gut, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich merke richtig, dass ich oft im Alltag, wenn dann auch viel zu tun ist, dass ich dann auch immer wieder merke, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Stress, ich muss mich jetzt irgendwie belohnen, möchte jetzt irgendwas essen, womit es mir gut tut. Und dann landet dann doch eher mal die Zartbitter-Schokolade auf dem Tisch. Und nach dem Fasten hat man das nicht. Mhm. Da möchte man frische Lebensmittel essen. Und da entwickelt man, wie du schon gesagt hast, wieder dieses Gefühl zu, was tut mir gut? Welche Menge brauche ich denn? Wann bin ich satt? Wann bin ich nicht satt? Ja. Ja, mir ging das mal ganz, weil mit Fasten habe ich mich tatsächlich noch nicht so viel mit beschäftigt, weil ich auch tendenziell immer jemand war, der dann zu wenig Gewicht hatte und wo dann auch mal die Periode ausgeblieben ist und so weiter. Und deswegen habe ich das bisher nicht gemacht, aber ich finde es super spannend. Ich glaube, dass da auch ganz viel dran ist. Aber ich habe diese Erfahrung auch gemacht, als ich mal komplett auf Zucker verzichten musste und sogar auf Obst mal eine Zeit lang. Und dann habe ich eine Möhre gegessen und einen Apfel und dachte mir, wow, ist das süß. Verrückt, oder? Und so 2 Wochen später hatte ich dann mal so ein Stückchen Schokolade und ich habe sie wirklich weggelegt. Also weil ich mir dachte, so, das ist ja irre, das kann man ja gar nicht essen. Ja. also das, ja, das ist total faszinierend. Da sieht man, dass der Körper nichts Festes und Statisches ist, sondern dass sich halt auch gerade auch die Geschmacksknospen, dass sich da einfach permanent immer wieder auch was ändern kann. Genau, vor allen Dingen auch, dass man sie verändern kann, dass man so viel mehr in der Hand hat, als man, glaube ich, denkt. Und deswegen finde ich uns ganz gut, dass wir so Selbstversuche immer machen, ne, dass wir auch wirklich einfach hören, okay, ich probiere das jetzt aus, ist es was für mich, ist es nicht? Und ich glaube auch nicht, dass es für jeden ein Ernährungskostüm gibt, was wir jedem jetzt überstülpen und sagen, du, das ist jetzt gesund, das müssen wir jetzt alle machen. Sondern ich glaube, es geht echt viel mehr darum, bewusst mit Nahrung umzugehen, zu schauen, was ich esse, was gebe ich denn in mich rein und womit geht es mir denn eigentlich gut? Ja. Ne, wieder absolut. Zu sich zu finden, was du gesagt hast, einfach diesen Draht zu spüren. Auch brauche ich jetzt eher was Warmes? Brauche ich was Kaltes? Was bin ich denn für ein Typ? Ja, ja. Ja, und da gleichzeitig auch immer so ein bisschen diese Zyklen von der Natur. Das finde ich auch, weil ich glaube, dass wir haben halt heutzutage so total die Verbindung zur Natur auch irgendwie verloren. Mhm. Und in dem Moment, wo der Körper ja eigentlich, weil du hattest es ja vorher schon mal auch gesagt, dass der Körper ja eigentlich gesund sein möchte. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das unser natürlicher Zustand ist. Bei jedem natürlich so ein bisschen individuell. Genau. Aber dass das grundsätzlich erstmal der natürliche Zustand ist. Und in dem Moment, wo wir uns halt aus unserem natürlichen Zustand wegbewegen, finde ich, bewegen wir uns meistens auch von dieser Natürlichkeit weg oder von diesen Rhythmen der Natur. Und deswegen finde ich das total spannend. Und als ich angefangen habe, mehr diese Rhythmen der Natur auch so ein bisschen zu leben, ist natürlich manchmal nicht so einfach, gerade in der heutigen Zeit. Zum Beispiel, dass man im Winter ein bisschen mehr schläft als im Sommer. Ja, dass ich im Sommer mehr Rohkost esse als im Winter. Mhm. Und das finde ich so, so spannend, weil ich nämlich glaube, Tiere haben das ja auch noch mehr, dass man halt, dass gerade so in der heutigen Zeit diese Rhythmen der Natur halt einfach immer mehr verloren gehen und dass es total wichtig ist, da auch immer wieder zu schauen, und was haben wir denn in der Natur? Wir haben natürliche Nahrungsmittel, natürliche Lebensmittel, und in dem Moment, wo wir die auch integrieren, füttern wir auch gleichzeitig dieses Verhältnis zur Natur und dieses natürliche Gleichgewicht. Kann ich auf jeden Fall nur so unterschreiben. Ich glaube, das kennt auch jeder von sich selbst, dass man auch einfach Phasen hat. Ja. Man ist nie permanent in einem konstanten Status, sondern es gibt immer wieder Ups und Downs. Haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, sei es, dass irgendwas von außen passiert, dass in der Familie zum Beispiel jemand verstirbt oder man gerade im Studium eine stressige Phase hat. Da esse ich auch nicht gleich. Da habe ich auch gar nicht das gleiche Bedürfnis. Und ich merke zum Beispiel auch, wenn ich
wenn ich sehr viel zu tun habe, dann brauche ich auch mehr Schlaf. Ich glaube, das ist jedem klar. Oder wenn ich jetzt sehr viel Sport mache, dann muss der Körper auch regenerieren. Weil ich habe immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel zum CrossFit gehe und ich hatte so eine richtig anstrengende Session, dann brauchte ich wesentlich mehr Schlaf, als ich den vielleicht sonst brauchte. Ja, absolut. Und wir haben ja jetzt schon ganz viel auch über Ernährung gesprochen. Und du hast es ja auch an deinem Körper gespürt, dass die Psyche oder der Geist auch einfach einen riesengroßen Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ich frage mich immer manchmal, weil ich das selber bei mir, mich das auch mal gefragt habe, was kommt denn so als erstes? Ja, und mittlerweile habe ich immer fast das Gefühl, dass die Psyche, die Ernährung ist super wichtig, da sind wir uns total einig. Ja. Aber ich glaube fast manchmal, dass die Psyche manchmal so, man fragt sich ja immer, war erst die Henne oder erst das Ei da? Ja, also dass die Psyche halt irgendwie so ein bisschen so ein Auslöser für irgendwas ist. Natürlich hängt das dann auch alles wieder miteinander zusammen, aber wie ist es denn bei dir gewesen? Würdest du sagen, dass die Psyche mit deiner Gesundheit was zu tun hat? Definitiv. Ich bin auch der Überzeugung, dass es für richtige Gesundheit mehrere Säulen gibt. Ja. Ne? Ernährung, super wichtig, keine Frage. Ja. Aber natürlich auch Bewegung zum Beispiel. Natürlich absolut. Aber auch Psyche. Also es gibt mehrere Säulen. Und ich bin mir sicher, dass hätte ich die Säule Psyche nicht auch bedient, dann wäre ich vielleicht jetzt gar nicht so gesund, in Anführungszeichen, wie ich es vielleicht jetzt bin. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ja, ja, alles gut. Ja, Leute, ganz schön anstrengend. Aber mir geht es auch mal so, also gerade durch das viele Reden in meinen Kochkursen oder auch früher auch in der Schule. Ich musste immer Wasser da haben, weil ich einfach immer wieder meinen Hals befeuchten musste. Ja, jetzt geht's wieder. Ich glaube auch, nicht nur ich glaube, ich weiß, dass die Psyche auch sehr, sehr wichtig war. Zum einen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, der Umgang mit mir selbst. Wie gehe ich mit mir um? Ist doch klar, wenn ich in den Spiegel schaue und mich regelrecht hasse, dass ich auch einfach negative Gedanken in mir habe. Und jetzt kommt wieder der Biochemiker raus. Alles, was wir denken, löst ja auch Signalkaskaden in unserem Körper aus und Hormone. Und dieses ganze System kommt dann erst in Wallung. Das heißt, es macht tatsächlich einen Unterschied, was ich denke. Wenn ich jetzt mich jetzt von, ich habe immer dieses Spiegelbeispiel, weil es am einfachsten ist, wenn ich mich jetzt im Spiegel sehe und ich rege mich richtig auf, dann wird natürlich auch wieder alles ausgeschüttet, Adrenalin und Stress und Hormonkaskade und dann geht ja das ganze System wieder los. Mhm. Und wenn ich aber vorm Spiegel stehe und vielleicht lächle und mir vielleicht sage, super, meine Haut macht heute einen ganz tollen Job, ich bin richtig stolz, dann werden natürlich auch andere Dinge ausgeschüttet. Das heißt, Psyche in dem System Körper ist einfach verwoben damit, genauso wie Ernährung. Ja. Und das fand ich auch super spannend und das merke auch nicht nur ich, sondern es gibt auch mittlerweile bei Instagram viele, die mir schreiben und sagen, ey, seitdem ich meine Haut zum Beispiel so annehme oder meine Bauchschmerzen oder meine Periodenbeschwerden, habe ich irgendwie eine Besserung verspürt. Das ist ja auch die Theorie vom Placebo. Warum wirken denn Placebos? Ja. Weil wir daran glauben und denken, dass es uns hilft. Und dass es uns dann halt tatsächlich hilft, weil diese ganze Kaskade angeschaltet wird. Ja, absolut. Und ich glaube auch fest daran, dass wenn man von, gerade vielleicht auch von chronischen Beschwerden oder sei es auch nur, wenn man kurzfristig irgendwie Schmerzen hat, um da einfach rauszukommen, muss man erstmal in dieses Annehmen kurz kommen. Also ich glaube, dass es so wichtig ist. Also ich weiß es selber auch noch, ich hatte ganz lange chronische Schmerzen an der Hüfte. Und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Also es ist wirklich, wenn man jeden Tag aufsteht, man hat immer bei jedem Schritt Schmerzen, man wird wirklich irre. Und bei mir ist es jetzt auch gerade rückblickend, erst in dem Moment, wo ich angefangen habe, es wirklich anzunehmen. Also ich habe es wirklich, wirklich angenommen. Ab dann wurde es besser. Ja. Und natürlich waren da noch mehrere Dinge auch dabei, die dazu beigetragen haben. Aber weil ich mir das immer so vorstellen kann, wir haben ja im Yoga, sprechen wir zum Beispiel immer von dem positiven Geist und von dem negativen Geist. Ja, also zum Beispiel positiv, wenn ich alles ganz, ganz toll finde, das ist ja auch schön, aber halt auch nicht immer gut. Oder wenn ich die ganze Zeit durch die Welt laufe und sage, alles ist schlecht und der Schmerz ist vielleicht schlecht und furchtbar und ich möchte zum Beispiel schmerzfrei werden, das heißt, ich möchte gerne zu meinem positiven Geist. Damit ich aber erstmal darüber komme, das funktioniert nicht so einfach, sondern ich brauche erstmal diesen neutralen Geist. Also ich muss in meinem Leben eigentlich grundsätzlich den neutralen Geist stärken. So trainiert man halt auch praktisch den Geist an sich, weil wenn ich nämlich zum Beispiel immer nur mit einem positiven oder mit einem negativen Geist durch die Welt laufe, dann funktioniert das nicht so gut. Das werden die meisten merken. Entweder man ist die ganze Zeit hoch emotional und beschimpft alle Leute oder man läuft so in seiner Blase und sieht sonst nichts und beides funktioniert nicht gut. Wenn man aber den neutralen Geist hat, dann kann man sich entscheiden, für was, in welche Richtung man geht
Und man kann trotzdem immer wieder zurück zu dieser Ausgangsposition, zu diesem neutralen Geist. Und erst als ich das so richtig verstanden habe und dann angefangen habe, so einen Schmerz oder jetzt wie bei dir die Haut, das wirklich so erstmal zu akzeptieren, weil ich kann halt gerade in dem Moment nichts dran ändern oder auch den Körper zu akzeptieren, dann kann man nachfolgend auch wirklich was ändern. Und ich glaube, das zu verstehen, das kann ein totaler Gamechanger sein, weil auch wenn es hart ist und man sich in dem Moment denkt, ich möchte aber, dass es jetzt besser wird oder gerade die Haut, wo man sich ja jeden Tag anguckt, ja, ich glaube, das ist für viele einfach so, man wird angeschaut, man schaut sich selber an und das ist so total ätzend für viele. Das ist ja auch so ein Thema, wenn viele die Pille absetzen, sind immer ganz viele so, oh mein Gott, wenn ich Pickel bekomme und so weiter. Aber das halt trotzdem erstmal einfach anzunehmen, um dann halt einfach was zu ändern. Also unterstreichen, was du gesagt hast, erstmal sagen lassen, das ist ein absoluter Gamechanger. Wie ich mit mir selber umgegangen bin und wie ich mich angenommen habe, war immens wichtig. Wirklich, ich kann es hier offen und ehrlich sagen, ich habe mich echt gehasst. Und Hass ist so ein krasses Wort. Ja. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, denke ich, oh mein Gott, es tut mir so leid für mein früheres Ich, dass ich so gemein war und so grantig war. Ja. Und heute habe ich einfach diese völlige Liebe und dieses Vertrauen in dieses System Körper. Ich habe so viel selbst in der Hand und dadurch, dass ich jetzt diese Verantwortung zurückerlangt habe für mich und sie nicht abgebe an jemand anderen wie einen Arzt oder irgendwer anders, der das in den Griff kriegen soll, habe ich verstanden, wie ich auch mit mir umzugehen habe. Und du hast es eben sehr, sehr schön beschrieben mit der positiven war es, glaube ich, und negativen Seite. Da sind wir wieder beim Thema, es ist alles wieder so eine Balance, ne? Ja. Es ist mal das und irgendwo ist die Mitte und man muss gucken, dass man, natürlich ist man manchmal in der negativen Seite und manchmal in der positiven, aber man wandert da irgendwie immer so hin und her und es gibt nicht das eine ohne das andere und gerade in negativen Phasen, auch wenn ich persönlich hochsensibel bin und dann immer völlig am Ende bin, im Prinzip bietet es mir ja nur die Chance, Kräfte in mir zu finden, die ich vorher nicht kannte. Wenn immer alles schön ist, dann wird man ja auch nie gefordert und dann entwickelt man sich vielleicht gar nicht in dem Maße weiter. Aber wenn man negative Sachen erlebt oder sich auch mit Negativität auseinandersetzt, dann bietet das ja auch unheimlich viel Kraft. Und was ich vorhin noch sagen wollte, Krankheit als Geschenk zu sehen. Es gibt ja auch das Buch von Rüdiger Dahlke, auch sehr schön, Krankheit als Weg. Und ich sage immer, meine Erkrankung war ein Geschenk, weil ohne sie hätte ich niemals so viel Kraft, so viel Wille und so viel Freude entwickelt, das zu tun, was ich jetzt tue. Ich bin mir sicher, dieses Studium hätte ich mit einer 6 in Chemie aus Schulzeiten niemals geschafft. Und ich glaube, ich habe mir selber gar nicht zugetraut, Naturwissenschaften zu studieren. Einfach, weil ich gedacht habe, okay, ich schaffe das hier nicht. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es sehr wichtig ist, einfach auch sich als Person kennenzulernen. Wer bin ich denn? Was tut mir gut? Was möchte ich? Wo möchte ich hin? Und dann kann man auch ganz anders mit sich umgehen. Wir hatten vorhin das tolle Beispiel, negative Instagram-Nachrichten. Und ich fand es sehr spannend, was du mir gesagt hast, wie man damit umgehen kann. Und dass man erstmal innehält und erstmal schaut, möchte ich das jetzt überhaupt an mich ranlassen oder nicht? Und wenn man sich selbst richtig gut kennt, dann kann man auch Strategien und Wege entwickeln, wie man besser damit umgehen kann. Und das hat mir vorhin im Gespräch zum Beispiel, da habe ich mir schon wieder einiges mitgenommen. Ja, das freut mich. Also danke dafür. Man lernt ja nie aus. Ja, das stimmt. Also das geht mir ganz genauso. Also ich hatte dir ja vorher auch so einen Spruch gesagt. Das hat zu mir damals in der Yogalehrerausbildung, in der ersten hat das zu mir einer von den Lehrern gesagt. Und der hat zu mir gesagt, Lebensenergie fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und das war so, manchmal hat man im Leben so Aha-Momente. Mhm. Im ersten Moment dachte ich mir so, Lebensenergie, muss noch so dreimal im Kopf so vor mich her sagen. Aber danach dachte ich mir so, ja, stimmt. Und so, ob das jetzt irgendwie negative Nachrichten im Leben sind oder ob das jetzt die Gesundheit betrifft, da muss man halt gucken. Ich hatte dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt, glaube ich, Gesundheit beginnt im Kopf. Mhm. Weil ich bin halt jetzt gerade, ich stehe wo ich vielleicht nicht sein möchte. Und ich möchte gerne praktisch ans andere Ufer oder ich möchte halt gerne woanders hin. Und da komme ich aber nicht hin, wenn ich hier weiter stehen bleibe. Das funktioniert einfach nicht. Genau. Ich muss halt loslaufen. Oder irgendeine Stellschraube muss man verändern. Ich muss in eine andere Richtung laufen. Und so ist es halt auch mit den Gedanken. Ich muss meine Gedanken, also ich muss sie fokussieren und ich muss sie darauf hinrichten, was ich gerne in meinem Leben hätte. Da gibt es ja auch dieses wunderbare Gesetz der Anziehung. Genau. Und ich muss praktisch meinen Fokus darauf hin
trainieren, den darauf hinzulegen, dass ich das mehr in mein Leben hole, was ich gerne hätte. Ja, das ist natürlich am Anfang hart, weil viele werden sagen, ja, das bringt mir nichts, aber meine Haut ist jetzt schlecht oder ich habe jetzt gerade Bauchschmerzen oder meine Hüfte tut jetzt gerade weh. Ja. Und dann muss man es einfach schaffen, dieses Gedankenkarussell einfach zu durchbrechen und dann einfach mal andere Gedanken so ganz langsam so einschniegen und so ganz langsam so ein bisschen versuchen, auch mal was anderes zu denken. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch Meditation immer was ganz Schönes. Für manche ist Meditation spazierengehen bewusst oder Sport zu machen, für manche da sitzen. Aber gerade wenn man mal die Möglichkeit hat, nur eine Sache zu tun, dann kann man seine Gedanken kontrollieren. Und wenn es erstmal nur 10 Minuten sind. Und in diesen 10 Minuten kann man probieren, nur das zu denken, was man auch denken möchte und so ein bisschen mit sich selber zu reden. Und je öfter man das macht, weil die Gedanken sind halt auch, oder unser Geist ist wie so ein Muskel, den man auch trainieren muss, je öfter man das halt dann macht, desto mehr fangen sich so ganz, ganz langsam Dinge oder so ein paar Elemente davon mit in das Leben zu übertragen. Und so kann man halt auch vorgehen, wir hatten es vorher von den negativen Nachrichten auf Social Media, weil das kann ich vielleicht hier auch gerade mal kurz erzählen, weil das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme oder am Wochenende auch bei den Kochkursen. Kriegst du eigentlich jemals negative Nachrichten? Weil ich da nämlich halt nie darüber rede oder beziehungsweise halt man auf Social Media bei mir auch überhaupt nichts dazu findet, weil ich dem halt gar nicht erst einen Raum gebe. Natürlich bekomme ich das. Natürlich beschweren sich bei mir auch mal Leute und ich ärgere mich dann auch kurz darüber. Aber ich möchte halt nicht, dass das irgendwie, dass ich einen großen Raum da aufmache und das tut mir dann vielleicht auch leid für die Person, dass die entweder unzufrieden mit sich selber ist oder mit mir. Aber wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann gehe ich da sehr gerne drauf ein und freue mich auch darüber. Aber wenn es halt was ist, was so ein bisschen unbegründet ist, dann lösche ich das einfach, weil es hilft mir ja nichts. Also es zieht mich ja wenn nur runter. Und ich möchte halt meine Lebensenergie darauf richten, dass ich halt gesund bin, dass ich glücklich bin, dass ich andere Menschen erreichen kann, dass ich voller Energie bin. Und das füttert das halt definitiv nicht, sondern das raubt mir halt Energie. Und so habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich dem halt gar nicht erst einen Raum gebe. Und so ist das auch im Alltag, wenn mich jemand irgendwie blöd beschimpft oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich erstmal hart und das trifft mich. Aber ich entscheide mich halt immer wieder dazu, das halt nicht länger ein Teil von dem sein zu lassen, weil ich mich dann auch immer wieder frage, was muss denn gerade in diesem Menschen vorgehen, dass er sowas macht? Weil ich, ganz ehrlich, ich würde das nie machen. Nie. Weil ich nämlich manchmal der Meinung bin, entweder du hast was Positives zu sagen oder man ist einfach leise. Das klingt jetzt vielleicht für manche hart, ja, aber gerade wenn ich zum Beispiel jemand sehe, jemand gibt sich total viel Mühe und macht total viel und versucht, nur das Beste zu geben. Im Endeffekt wollen wir alle in unserem Leben, wir versuchen jeden Tag nur das Beste zu geben. Auch der, der mich gerade beschimpft hat. Auch er versucht nur das Beste zu geben, weil auch er möchte eigentlich am Ende des Tages glücklich sein. Und so versuche ich halt einfach immer auch die Realität von dem zu verstehen und auch gleichzeitig zu verstehen, was muss denn in dem vorgehen, dass er das jetzt an mir auslässt. Ja, weil jemand, der in sich zentriert ist, der sich selbst mag, das heißt jetzt nicht, dass er sich die ganze Zeit liebt, aber der halt irgendwie schon mit sich zurechtkommt und der vielleicht auch das Leben als was Positives sieht, der würde das nicht machen. Der würde es einfach nicht machen. Der würde vielleicht eine konstruktive Kritik geben, aber das ist für mich was komplett was anderes. Und so muss man die halt dann auch teilweise gar nicht so ernst nehmen. Deswegen versuche ich dem halt einfach innerlich, weil wenn ich nämlich dann richtig sauer bin, natürlich ärgere ich mich da erstmal drüber. Aber wenn ich dem genauso begegne, wie der mir begegnet, dann entsteht nur noch mehr Hass und nur noch mehr Groll. Ja, weil wenn ich nämlich dann total da abgehe auf das, was der mir halt sagt oder ich jetzt total sauer werde auf das, was er mir halt irgendwie sagt, dann begegne ich dem auf dem gleichen Standpunkt und das macht es halt überhaupt nicht besser und man kommt halt überhaupt nicht voran. Hingegen, wenn ich halt einfach innerlich erstmal versuche, den vielleicht zu verstehen und mich dann zu fragen, ob das denn überhaupt wahr ist und vielleicht dann mich dafür entscheide, das ist einfach nicht wahr, dann denke ich mir halt einfach, also ich versuche dann einfach der Person wirklich wortwörtlich in Gedanken, die als zu sehen, als würde sie auch ein Licht in sich tragen und auch nur das Beste tun und schickt ihr alles Gute für ihren weiteren Weg und macht dann weiter. Und das hilft mir immer wieder aufs Neue, sogar bei der eigenen Familie, damit dann einfach umgehen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Ja. Auf dem Weg bin ich auch. Ich muss sagen, es gibt Momente, da kann ich das gut und es gibt Momente, da kann ich es gar nicht. Da kann ich absolut keinen Schritt zurücktreten und das Ganze erstmal liebevoll betrachten.
das passiert dann meistens, wenn irgendwelche äußeren Einflüsse sind. Man ist eh schon ein bisschen traurig und dann kommt so eine Nachricht und dann trifft sie einen. Und dann schafft man es einfach in dem Moment nicht, auch liebevoll mit dem anderen umzugehen. Ne? Ich antworte dann meistens gar nicht oder versuche mich dann auch oft zu erklären oder zu rechtfertigen, weil ich auch möchte, dass die andere Person das nicht falsch versteht, dass es nicht böse gemeint ist oder was auch immer ich in dieser anderen Person getriggert habe. Ich versuche immer, das auch zu erklären, aber du hast vollkommen recht. Im Prinzip raubt es mir einfach viel zu viel Energie. Und ich habe fleißig mitgeschrieben, wo du geredet hast, weil mir noch ganz viele Sachen eingefallen sind. Zu dem Thema, dass man anderen liebevoll begegnet und dass man Hass nicht mit Hass bekämpfen kann, gibt es ein ganz, ganz tolles Selbstexperiment. Das kann auch jeder gleich machen, der das hört und vielleicht jemanden in der Umgebung hat. Wir machen das jetzt mal. Gib mal deine Hand, streck die mal hoch, aus und meine Hand kommt dagegen. Das heißt, unsere Hände liegen jetzt aufeinander. Was passiert, wenn ich jetzt drücke? Also meine Hand geht zu mir. Ja, verrückt. Und da kann man nämlich die Person unterscheiden. Ja. Die meisten Leute, die Hände aneinander haben, die Handflächen, wenn ich Druck ausübe, die drücken zurück. Ja. Und keiner würde zurückgehen. Und das spricht schon sehr viel für dich, dass du einfach sagst, okay, ich gehe da jetzt erstmal mit. Ne? Die Energie geht nach vorne und ich gebe nach. Und die meisten Personen sind aber so, dass sie gleich direkt zurückdrücken. Ja. Müsst ihr mal machen, erwähnt es einfach nicht, Hände aufeinander und dann übt mal Druck aus und schaut mal, wie die andere Person reagiert. Na, spannend. Und vorhin hast du noch was ganz Tolles gesagt, wo mir immer wieder auch wir sind heute viel bei Sprüchen, die uns inspirieren, ja, die uns so im Kopf geblieben sind. Ich habe auch einen Spruch gelesen, der hat mich sehr berührt und zwar, du kannst nicht in der gleichen Umgebung gesund werden, in der du krank geworden bist. Mhm. Und das beschreibt auch ein bisschen das, was du gesagt hast. Wenn wir gleich denken und gleich leben und uns gleich ernähren, dann können wir nicht erwarten, dass irgendwas uns gesund macht, sei es ein Medikament oder irgendwas anderes. Das heißt, wir müssen in diesem ganzen System ein Zahnrad verändern. Und wenn wir schon ein Zahnrad ein wenig verändern, dann dreht sich das Ganze schon in eine andere Richtung. Das heißt, man muss auch nicht von heute auf morgen alles richtig machen, sondern es fängt schon damit an, dass wir einfach ein Stellschräubchen, ein Zahnrad in eine andere Richtung drehen lassen. Und dann schauen wir, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und dann drehen wir das Nächste. Ja. Und dann drehen wir das Nächste. Und da kann ich eben nur Mut machen, das ist ein Prozess. Wir sitzen jetzt hier und das hört sich so an, als ob das super, mega toll war und wir die übelsten Gurus sind. Sind wir nicht. Da steckt, glaube ich, ganz, ganz viel Leid auch dahinter und ganz viel Zeit und ganz viele Eindrücke. Aber ich finde, das hast du heute nochmal richtig gut beschrieben. Dass es mehrere Säulen gibt und dass es ein Prozess ist und der nicht von heute auf morgen geht. Aber ich glaube, wir beide sind davon überzeugt, dass er sich lohnt. Ja. Also ich kann nur für mich sprechen, es lohnt sich. Und ich bin so dankbar, dass ich durch diese Krankheit auf diesen Weg gestoßen wurde, dass ich gezwungen war, einen anderen Weg zu gehen. Und ich möchte mir heute gar nicht vorstellen, das haben wir zum Thema Fokus, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wo ich jetzt gelandet wäre, wäre ich dem Weg nicht gefolgt. Ja. Und das nehme ich von dir auf jeden Fall heute nochmal mit, dass ich mich mehr auf die Dinge fokussiere, die mir gut tun. Ja. Ne, dass ich die anderen, dass ich dem gar nicht so die Tür öffne und sage, okay, hier ist ein Follower, der will mich haten, alles klar, Tür auf, komm ins Wohnzimmer, setz dich rein, nimm dir einen Tee. Genau, so kann man sich's vorstellen. Sondern, dass ich sage, okay, du hast geklingelt, ich habe durchs Türloch geguckt, aber nö, ich mach nicht auf. Ja. Das war gerade, so habe ich es selber mir noch gar nicht vorgestellt, aber das war gerade ein richtig schönes Bild, weil man sich das wirklich vorstellen kann, wenn man auf jemanden eingeht, der nur Negativität mit sich bringt, wo noch nicht mal eine Sache irgendwie konstruktiv ist. Das ist wirklich dieses, komm in mein Wohnzimmer, darf ich dir noch einen Tee anbieten? Möchtest du vielleicht noch ein Stück Kuchen haben? Genau. Hast du was zum Übernachten hier? Genau. Ja, bleib doch noch ein paar Tage. Genau. Und so ist halt einfach, hingegen, wenn ich einfach bei mir die Tür zulasse und dann und mich halt auf das konzentriere, was ich halt machen möchte und die Tür auch nur den Leuten öffne, die ich dann auch in meinem Leben haben möchte. Das hat halt eine Auswirkung nicht nur auf allein unsere Psyche, sondern auf unseren kompletten Körper. Ja. Ja, weil jeder kennt bestimmt auch dieses, man fühlt sich nicht so gut. Und dann geht man in den Urlaub und macht 2 Wochen lang nur Dinge, die man gerne macht. Mhm. Und dann geht es einem einfach gut, weil man nämlich schöne Dinge gemacht hat und sich einfach mit angenehmen Menschen umgeben hat. Und deswegen ist es halt so wichtig, weil die meisten Leute legen halt ihren Fokus immer auf das, was sie halt weiterhin krank macht, was sie eigentlich nicht wollen. Aber du musst halt das in dein Leben erziehen, was du halt gerne haben möchtest. Und das ist halt manchmal leider auch aus der Komfortzone halt einfach rausgehen. Ich meine, die Komfortzone ist schön und sich selber bemitleiden ist cool. Und wenn andere dann sagen, oh, du Arme, und ich nehme dich in den Arm, das ist schön. Ne? Man kriegt Aufmerksamkeit, man fühlt sich wohl behütet.
Aber das ist ein Trugschluss. Das hilft einem gar nicht weiter. Und jeder, der das jetzt hört, der stellt sich jetzt bitte bildlich vor, dass er irgendwie seine Haustür hat und ein kleines Schild davor hängt oder auf die Fußmatte mit Positive Vibes Only. Ja. Das heißt, wir versuchen ab sofort zusammen, alle, ich muss nämlich auch daran üben, dass wir solche Leute wirklich, dass wir denen einfach nicht den Boden geben. Und auch eigenen negativen Gedanken, die kann man auch in vielleicht Menschen verbildlichen, die klingeln, zum Beispiel klingelt da jetzt der Leistungsdruck. Und dann kannst du durchs Türloch gucken und sagen, okay, da ist der Leistungsdruck. Nee, mache ich heute nicht. Heute bleibt der Leistungsdruck mal draußen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Visualisierung, weil wir auch von Meditation gesprochen haben, ja, dass man Dinge auch einfach visualisieren muss. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, dann fällt es einem vielleicht leichter, das umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Und was ich dich auch noch fragen wollte, und zwar, wir haben jetzt ganz viel über das Thema Haut geredet, weil es ja auch deine Geschichte ist. Und es gibt ja immer ganz viele, die sagen, Haut hat ja ganz viel mit Abgrenzung auch zu tun, gerade auch auf der seelischen oder auf der psychischen Ebene. Würdest du das auch so unterschreiben, dass das vielleicht, dass du vielleicht auch ein Problem damit hattest oder dass es generell etwas ist, was vielleicht auch Menschen so ein bisschen in sich tragen, dass man ein Problem auch mit Abgrenzung und so weiter hat? Weil das hat mich schon immer mal interessiert, ob da auch wirklich was Wahres dran ist. Also ich weiß nicht, ob man das, ob es immer Bestand hat, aber es kann sehr gut sein, dass es auch viel damit zu tun hat. Ich kenne auch Personen, die haben Neurodermitis, die sind super rational und haben ein sehr dickes Fell. Da würde das ja quasi dagegen sprechen. Aber ja, in meinem Fall kann ich schon sagen, dass das ein Thema ist, was mich oft begleitet. Und Neurodermitis korreliert ja auch oft irgendwie mit Liebe, dass man sich kratzen will, dass man sich berühren will, dass man Berührungen sucht, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Das kann zum Beispiel auch sein, weil ich ein Mensch bin, der auch sehr, sehr gerne Nähe hat und Zärtlichkeit und ich drücke immer alle und umarme immer alle und brauche das irgendwie auch. Und ich glaube auch gerade bei Neurodermitis ist ein ganzheitliches Verständnis sehr wichtig. Klar ist da die Ernährung, sind wir uns einig. Aber die Psyche spielt halt wirklich auch eine Rolle. Ob das jetzt ein Abgrenzungsthema ist oder ein liebesuchendes Thema oder zu viel Stress oder was auch immer. Ich glaube, dass das schon multifaktoriell ist. Ja. Ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube gerade auch dieses Berühren oder auch diese Liebe, weil wir leben jetzt heute in einer Zeit, ich meine, jetzt haben wir gerade Coronavirus, jetzt möchte keiner den anderen berühren, aber ja, abgesehen davon ist es trotzdem, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo ja eigentlich diese Berührungen immer weniger werden. Ja, die wenigsten, also gerade dieses Berühren von anderen Menschen, das ist einfach... Andere Kulturen haben das mehr, wir haben das ja irgendwie eher weniger. Aber mich hat eben das eine, was ich dich gefragt habe, das hatte mich schon immer mal interessiert, wenn man das ja öfters hört mit der Haut und dem Thema Abgrenzung und so weiter. Und ich denke auch, das ist halt bei jedem Menschen so ein bisschen individuell. Ja. Haben wir ja heute schon sehr, sehr oft festgestellt, dass jeder und das ganze System immer so komplex ist und individuell. Ja. Ob es jetzt Nahrung ist oder Psyche, ja, oder Berührung. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar bezüglich Hautpflege. Weil man meint ja ganz oft, mehr hilft viel. Und ich weiß, dass du da auch sehr minimalistisch unterwegs bist bezüglich Cremes. Und ich glaube, jeder, der vielleicht mit der Haut Probleme hat oder vielleicht auch der ein Mädchen ist und sich sehr, sehr, oder diejenige, die ein Mädchen ist und sich vielleicht viel schminkt und versucht, Flecken und Pickel und alles Mögliche zu überdecken oder eine Creme irgendwie für jede Jahreszeit hat, der weiß vielleicht, dass eigentlich in der heutigen Zeit man ja immer das Gefühl, man braucht eine Creme für alles. Oder gerade bei Neurodermitis gibt es ja Leute, die schon tausende verschiedener Cremes hinter sich haben, wo man sehr viel Geld lassen kann. Wie sieht es bei dir mit der Hautpflege aus? Ja, zum Thema Hautpflege habe ich früher auch immer gedacht, ich brauche eine spezielle Pflege, weil da gibt es ja meistens immer fettige Haut, Mischhaut, glaube ich, und trockene Haut. Und ich dachte immer, okay, ich brauche auf jeden Fall Pflege für die trockene Haut und habe auch immer schön gecremt, aber irgendwie wurde es nicht besser. Und ich bin heute der Überzeugung und Auffassung und habe es an mir selbst gespürt, dass erstens weniger mehr ist. Ich bin ja, sieht man ja auch auf Instagram, ein super Fan von Basenbädern, ob man das jetzt mit Natronsalz macht oder einem Basensalz von DM oder was auch immer. Damit können wir zum Beispiel die Haut unterstützen, Dinge auszuleiten. Die eigene Funktion durch den pH-Wert einfach unterstützen. Und dieses Basensalz sorgt zum Beispiel auch dafür, dass deine Haut sich selbst fettet und wieder selbst reguliert. Und das ist ja das, wo wir hinwollen. Das heißt, wir wollen gar nicht abhängig sein von einer Creme, die wir jedes Mal kaufen müssen und die wir immer am Start haben, sondern wir wollen es ja eigentlich schaffen, mit den Dingen, die wir in uns reingeben, dass
die Haut sich selber regulieren kann. Und deswegen muss auch meiner Meinung nach die Pflege von außen so sein, dass wir es unterstützen, dass die Haut auch sich wieder selbst fettet. Und wenn man sich das, jetzt kommt wieder der Wissenschaftler, vorstellt, dass wir Rezeptoren auf der Hautoberfläche haben, die Dinge wahrnehmen, genauso wie wir die Körperhaare haben, die Dinge wahrnehmen. Und wenn diese Rezeptoren zum Beispiel feststellen, nehmen wir an, ich creme, dann stellt er fest, okay, alles klar, ist gerade super befeuchtet, ist gerade super fettig und ruft nach hinten weiter, Leute, Produktion einstellen, hier ist ja alles super weich und super cool und super viel Feuchtigkeit schon vorhanden, wir müssen jetzt hier gar nicht arbeiten. So, das heißt, die stellen quasi diese Funktion ein. Und wir können ja auch den Körper und Zellen und alles Mögliche trainieren. Ne, wenn wir zum Beispiel fasten, dann verdaut der Magen nicht und der Darm und dann ist da Ruhe drin. Ne, und rechnet dann auch nicht, dass wir in den nächsten Tagen wieder was zu uns geben, bis wir was reingeben. Und genauso machen das zum Beispiel auch Zellen. Die sind ja echt schlau. Also es ist ja echt ein cool ausgeklügeltes System Körper. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wenn es gar nicht anders geht, sucht euch irgendwas Natürliches, ob das Kokosöl ist oder Arganöl oder irgendeine Pflege, das, was für euch passt und sich mit euch für euch gut anfühlt. Aber übertreibt es nicht, weil wir wollen ja im Prinzip, dass die Haut es selber kann. Ja. Und der bessere Ansatz ist es für mich persönlich, erstmal von innen zu schauen, habe ich alle Stoffe, die der Körper braucht, um das System aufrechtzuerhalten? Und dann kommen natürlich dann auch Umweltfaktoren heutzutage zu. Wir haben nun mal Abgase, wir haben nun mal Feinstaubbelastung, wir haben das einfach. Und da verstehe ich dann schon, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht was, um zusätzlich noch zu unterstützen. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, weniger ist mehr. Ja. Und lieber der Haut selbst die Chance geben, das zu regeln. Ja. Mein Ansatz. Ja. Absolut. Nimmst du irgendwas beim spezielle Kosmetik, wenn du dich schminkst oder auch abschminkst? Ja, also ich schminke mich auch gerne mal, muss ich sagen. Ich fühle mich da auch sehr wohl mit und ich mag das auch einfach, das zu unterstreichen. Ich habe auch komplett umgestellt auf Naturkosmetik. Aber mega viele Produkte habe ich jetzt nicht. Also früher hatte ich weiß nicht, wer es noch kennt, diese Schminkkoffer mit diesen ausziehbaren Stufen, ja. Dann tausend Sachen habe. Und ganz ehrlich, ich habe immer nur die gleichen Farben genommen. Aber als kleines Mädchen oder Teenager war das mega cool. Ich hatte das nie, aber ich habe alle mal so beneidet, die das hatten. Da dachte ich mir so, später habe ich auch so ein XXL 3-Stufen-Koffer. Genau, habe ich mir auch gedacht. Ich hatte ihn dann und dann stand er nur rum. Und heute habe ich das echt ganz minimalistisch, weil ich einfach merke, okay, welche Farben sind meins. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr grün, gelb, orange, rot, was auch immer, sondern ich habe die Farben, die für mich passen, die ich schön finde. Und ich brauche auch gar nicht mehr so viel mein Gesicht, ich sage es jetzt mal negativ, zukleistern, weil ich weiß ja, dass meine Haut für mich arbeitet. Und wenn ich jetzt einen Pickel abdecke, dann muss der nicht so doll abgedeckt sein, dass man ihn nicht sieht, weil es vollkommen okay ist. Es ist doch super, die Haut macht ihren Job und ob andere das jetzt sehen, ist doch cool. Dann wissen die, hey, deine Haut funktioniert super. Mitarbeiter des Monats bei mir jeden Monat, ne? Wie alle wissen. Da halte ich es dann auch minimalistisch. Und dadurch, dass es Naturkosmetik ist, muss ich auch gar nicht irgendeinen Cleanser haben oder irgendwas, womit ich das Ganze wieder runterwaschen muss, sondern nehme halt wirklich einfach ein bisschen Basensalz mit Wasser vermengt. Mhm. Da kriege ich meinen Mascara mit ab, ich kriege alles andere mit ab und brauche halt nicht XY-Produkte. Ja. Ja, das muss ich auch ausprobieren, weil ich nehme meistens, ich mache sowieso meistens immer eine Mascara drauf, aber ich nehme immer Kokosöl und damit funktioniert es auch gut. Ja, geht ja auch perfekt. Ja. Genau, super Alternative. Und wie wir schon vorhin gesprochen haben, mit Ernährung kommt nicht nur Psyche einher, sondern auch Umwelt, dass wir uns Gedanken machen, okay, was geben wir in uns? Und genauso müssen wir uns Gedanken darüber machen, was geben wir auf uns? Alles, was auf die Haut kommt, kommt natürlich auch rein. Unsere Haut ist permeabel. Wir müssen uns nicht vorstellen, dass das drauf ist und drauf bleibt. Ja. Deswegen sage ich auch, jede Creme, alles, was ihr in euch gebt, jede Bodylotion, da kommen auch Stoffe in uns rein, die wir wieder verstoffwechseln müssen, die wieder über die Haut irgendwann raus müssen. Ja. Und deswegen war Naturkosmetik oder auch Pflege ein großer Faktor. Ich habe auch die ein oder andere Creme von einer sehr, sehr schönen Firma, die ich richtig doll mag. Aber es ist nicht so, dass ich die jetzt jeden Tag unbedingt morgens und abends drauf mache. Ich finde, man kann es schon unterstützen und seine Haut auch ein bisschen unterstützen. Aber auf jeden Fall nicht abhängig machen. Nicht abhängig von solchen Produkten machen. Mein Reden. Und wie ist es bei dir bezüglich zum Beispiel Duschen? Weil ich weiß, dass viele in meiner Meinung sind, am besten zweimal duschen mit viel Seife und so weiter. Aber das ist ja eigentlich genau das, was der Haut ja eigentlich nicht so gut tut. Ja, also ich muss sagen, wenn ich Sport mache und die Haut ist schlecht, ist es auch immer kritisch. Da kann ich auch nicht jeden Tag duschen. Ich weiß,
dass es Leute gibt, auch in meiner Familie, die jeden Tag duschen. Derjenige, der das jetzt vielleicht hört, wird sich angesprochen fühlen. Aber ich merke einfach, wenn ich zu viel dusche, dann tut das meiner Haut gar nicht gut. Ja. Das heißt, ich mache immer gerne mal ein Basenbad und dusche auch regelmäßig wie jeder Mensch, aber halt nicht jeden Tag. Das ist vielleicht so ein kleiner Fable, aber ich habe Seifen für mich entdeckt, Seifen selber machen. Ich bin da kein Profi, aber es gibt ja feste Seife, ne, die es früher eigentlich schon immer gab. Ne, man braucht ja kein Duschzeug oder so oder irgendein, weiß ich nicht, sondern es gibt Seifen wie zum Beispiel, wie heißt die denn? Ich glaube Aleppo-Seife. Mhm. Da ist, glaube ich, nur Olivenöl und irgendwas anderes drin. Nagelt mich jetzt nicht fest. Die aus Fett bestehen. Ne? Genau, einfach. Ja. Und die reicht mir vollkommen. Ja. Vollkommen. Und ich finde es auch total spannend. Es gibt auch auf Instagram ganz viele tolle Profile, die sowas selber herstellen, ne, wo man dann so ein Rezept bekommt und man kann das selber machen. Ist nicht nur Zero Waste, sondern ist halt auch einfach besser für uns. Ja. Ja, weil das finde ich auch super faszinierend, weil wir haben ja auf der Haut überall, wir haben ja auch eine richtige Flora, also richtige Bakterien. Mhm. Und da hatte ich jetzt, das ist alles noch nicht so wissenschaftlich irgendwie belegt, aber da hatte ich auch vor kurzem, da gibt es jemanden aus Amerika, der sich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt, zum Beispiel auch mit der Darmflora. Und dass wir praktisch jedes Mal, wenn wir einatmen oder wenn wir was auf unsere Haut geben, dann entweder füttern wir auch die guten Bakterien oder wir atmen eben in jeder anderen Umgebung, je nachdem, wir sind auch wieder neue Bakterien ein. Und dass die halt auch einen Einfluss dann wieder auf unsere Darmflora zum Beispiel auch haben. Und deswegen bin ich auch nämlich auch der Meinung, ich konzentriere mich halt immer hauptsächlich viel auch auf den Darm, bei dir ist jetzt auch viel Haut, aber das geht ja Hand in Hand, dass halt nicht nur die Ernährung, sondern auch diese ganzen Umweltfaktoren, ja, das aggressive Waschmittel, was man vielleicht jeden Tag benutzt, oder der ständige Duft, was auch immer, was man da im Haus hat. Auch Kleidung. Dass das auch die ganze Kleidung, dass das wirklich auch eine Auswirkung, so blöd es klingen mag, erstmal auf die Darmflora halt hat und vor allem eben auch auf die Hautgesundheit. Ja, was ich hierbei auch spannend finde, im Studium auch kennengelernt, dass sich unser Mikrobiom auch anpasst, wenn wir verreisen. Ja. Ne? Und das würde ja zu der Theorie auch super passen, ne? Dass sich unser Mikrobiom verändert, wenn wir zum Beispiel in ein anderes Land reisen. Ja. Ja, und deswegen ist es ganz spannend. Das war also Zach Busch heißt der, glaube ich, ist auch ein Arzt. Und der hat eben auch dann gesagt, dass es wirklich auch empfiehlt, Leuten, die zum Beispiel chronische Darmerkrankungen und so weiter haben, auch immer mal wieder wirklich bewusst in die Natur geht, einen Baum anfassen, eine Pflanze anfassen, um da halt wirklich diese Bakterien auch aufzunehmen. In den Garten gehen, ja, mal barfuß im Wald oder vielleicht nicht auf der Straße, aber im Garten zu laufen, um immer wieder den Körper an diese Bakterien auch so ein bisschen zu erinnern und die halt dann damit auch zu füttern. Ja, auf jeden Fall fällt mir gerade ein, fand ich auch ganz cool, Tau treten. Kennst du das? Mm-mm. Morgens im Morgentau. Ah, ja. Dann mit den Füßen draußen laufen. Habe ich, glaube ich, ein paar Mal gemacht im Urlaub. Fand ich richtig toll. Das glaube ich. Richtig toll. Also ich bin auch der Überzeugung, dass da viel mehr dran hängt, als wir denken. Und das klingt jetzt vielleicht alles so freaky oder öko oder was auch immer, wie man das jetzt betiteln würde. Aber es macht einfach auf so vielen Ebenen Sinn. Es ist sehr spannend. Ja. Und es macht dann auch wirklich auch Spaß, sich mit dem Körper zu beschäftigen und sich selber besser kennenzulernen und dem Körper dann auch wirklich was Gutes zu tun. Wir haben auch nur den einen. Eben, genau. Dann habe ich jetzt zum Abschluss immer noch zwei Fragen, die bekommen alle meine Gäste gestellt. Okay. Und zwar, einmal hast du ein Lieblingsessen und wenn ja, welches? Oh, okay. Wir gucken immer alle so verwirrt, weil jeder denkt, jetzt kommt so die krasse Frage. Ja, ich habe mich schon gerade vorbereitet, so, okay, wo muss ich rumkramen in meinem Gehirn? Aber mein Lieblingsessen, ja, gibt es mehrere? Ich muss jetzt echt überlegen. Ich habe zu viele. Geht es jetzt im Bereich eher Dessert oder eher sowas? Ganz egal, das, was du momentan einfach vielleicht gerne isst. Ja, ich mag einfach total gern Ofenkartoffeln. Oh Gott, das ist so klassisch und einfach. Aber Ofenkartoffeln finde ich schon echt ziemlich gut. Kartoffeln mit frischer Kresse und frischen Kräutern. Das klingt total banal, aber ich sag's euch nach dem Fasten, die Geschmacksexplosion wirklich. Schmeckt auch so gut, ich esse es auch total gerne. Du kannst es nachvollziehen, das finde ich gut. Und dann meine zweite Frage ist, hast du einen Gesundheitstipp oder irgendeinen Tipp, der in deinem Leben, vielleicht auch bei deiner Gesundheit, einen Unterschied gemacht hat? Und wo du das Gefühl hast, es würde einen Unterschied in dem Leben von jemand anderem machen? Puh, diese ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, in einem Tipp zusammenzufassen, ist schwierig. Aber ich glaube, wichtig ist, annehmen. Annehmen, dass es einem nicht gut geht und losgehen.
klingt vielleicht total banal und hat aber eine sehr, sehr tiefe Bedeutung, weil es einfach impliziert, dass man losgeht, dass man gewillt ist, dass man diese Einstellung entwickelt, okay, das ist jetzt so, aber jetzt gehe ich los und jetzt übernehme ich die Verantwortung für mich selbst und jetzt sorge ich für mich selbst. Deswegen wäre mein Tipp wirklich akzeptieren, annehmen und losgehen. Ja, wunderbar. Laura, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du machst. Und mach auf jeden Fall damit weiter, weil ich glaube, dass du so viele Menschen damit inspirieren kannst mit deiner eigenen Geschichte. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne mehr über dich erfahren oder dir vielleicht auch irgendwo folgen, wo kann man dich finden? Oh, das ist jetzt der Punkt, wo ich unterschwellig Werbung machen muss. Ich kann auf jeden Fall momentan mein Instagram-Profil empfehlen, weil ich da doch sehr aktiv bin, und zwar Lustesser. Und auf meinem Blog sind einige Rezepte sowie meine Krankheitsgeschichte zu finden, www.lustesser.de. Und ich würde sagen, das sind momentan die Medien, wo ich viel unterwegs bin. Was da in Zukunft kommt, wir werden es sehen. Aber da bin ich doch schon sehr aktiv. Gut, das verlinke ich dann alles in den Shownotes. Dann sehr vielen nett. Dank an dich. Vielen Dank, dass du heute hier warst und den Weg auf dich genommen hast. Ich möchte euch noch mal da draußen kurz sagen, dass die liebe Kathi, ich war mir immer nicht sicher, weil auf deinem Buch ein Y steht. Am Anfang habe ich mich nämlich gefragt, ist die Kathi oder ist das jetzt oder Englisch? Oder Katharina einfach. Tasty Katie. Auf jeden Fall ist Katharina ein unheimlich inspirierender Mensch. Also wir haben ja jetzt auch schon vor dem Podcast so ein bisschen gequatscht und ich muss sagen, sie steht echt dahinter und sie lebt dafür und dadurch, dass sie wirklich auch im realen Leben so viel unterwegs ist und Kochkurse macht, hat sie einfach diese geerdete Komponente. Ich bin ja ziemlich viel auf Instagram unterwegs und Blog und ja, aber sie arbeitet wirklich mit echten Menschen und sie hat irgendwie irgendwas Geerdetes an sich, was mich heute sehr fasziniert hat. Also kann ich euch wirklich ans Herz legen, hört die Podcast-Folgen an, folgt ihr ein bisschen auf ihrem Instagram-Profil und lasst euch da wirklich drauf ein. Ganz, ganz tolle Arbeit und vielen Dank. Danke. Ja, das war das Interview mit der lieben Laura. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr einiges davon mitnehmen konntet. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Laura, dass sich die Zeit genommen hat. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch und auch die lieben Worte am Ende. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Und ansonsten denkt daran, dass ihr mit dem Code TASTYKATIE 10 kleine zusammengeschrieben habt, ihr die Möglichkeit 10% Rabatt auf die erste Bestellung von Pausenfutter, auch von dem Osterpaket, darauf zu bekommen. Ich packe euch dazu auch nochmal alle Links dazu in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, eine gute Woche und dann bis zum nächsten Mal.